Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Terranigma. So, es ist soweit. Wir sind da, wo wir unsere ersten Schritte auf der Oberwelt gemacht haben. Damals war hier noch alles total leblos. Wir haben die Welt quasi neu erschaffen. Aber jetzt geht es zurück an den Ort, wo alles begann, die Unterwelt. Ja, durch dieses Portal sind wir hochgekommen. Jetzt ist hier wieder ein Loch. So wie damals in der Unterwelt, durch das wir auf die Oberwelt gekommen sind. Und hier ist Columbo. Es ist lange her, Ark. Ich werde nie vergessen, dass du mir damals geholfen hast. Seither ziehe ich um die Welt, um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer. Mein Navigationssystem erscheint mir primitiv. Auf meinen Reisen hörte ich von dir. Mir war klar, dass du der Held der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Wirst du? Noch nicht. Selbst ich treffe solche Vorkehrungen. Es ist die Überlebensgrundlage. Und schon wieder Frosch im Hals, sorry. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie es mit Heilsachen aussieht. Ach, mit 9 Götterknollen sollte ich da unten auskommen. Nochmal ein kleiner Save. So, so sei es. Ich muss hier doch etwas bereinigen. Verstehe, lass dich nicht aufhalten. Doch du wirst niemals mehr in der Lage sein, zurückzukehren. Du solltest deine Erlebnisse zunächst speichern, habe ich doch gerade gemacht. Das ist alles, was ich dir rate. Arschbombe! Ich scheine durch Raum und Zeit gefallen zu sein. Was mich wohl in dieser Welt erwarten wird? Ja, war ja nun einige Jahre nicht mehr hier. Und da sind wir wieder. Gut, wir könnten jetzt nochmal überall rumlaufen. Sogar in die Türme könnten wir wieder rein, aber das würde uns null bringen. Wir gehen zurück nach Krista. Hier hat alles begonnen und hier wird alles enden. Sieht alles sehr friedlich aus, oder? Ja, ja, die armen Hühner. Eine kleine Runde mal drehen, bevor wir in unser Häuschen gehen. Ark, wo bist du gewesen? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Ohne dein Wissen könntest du sehr glücklich sein. Na du? Au! Aus! Geh weg! Oh! Leute, ohne Scheiß, das habe ich jetzt das erste Mal versucht. Ich wusste nicht, dass man diese Seelen zerstören kann. Ark, wie viele Jahre ist es her, seit du hier warst? Und hört euch mal diese gruselige Musik auf einmal im Hintergrund an. Willkommen zurück, hat sie wohl gesagt. Nein! Ah! Au, ouch, nein, 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 jetzt, aua! Ja, das Geld bringt mir hier nicht mehr viel, aber hey, lustigerweise auch immer noch volle Energie. Ja, die meisten sagen das Gleiche. Und jeder, den man anspricht... Ihr seht's schon.
Ja, wir können sogar noch... Alles will uns hier töten, aber wir können uns sogar noch in unser Bett legen. Ja, die Leute respawnen auch. Kennt ihr diesen Ort noch? Ja, Ark. Hättest du mal diese dumme Truhe niemals geöffnet? Beziehungsweise die Tür. Könnt jetzt natürlich auch sofort zum Final Fight, aber möchte halt hier noch ein bisschen was zeigen. Ja, das Übliche. Na, na, na? Au! Man sieht richtig, dass in Krista so richtig die Scheiße kocht. Melina, bist du zu Hause? Ark, wie viele Jahre ist es her, seit du hier warst? Willkommen! Wir haben Post. Ach nee, das war was anderes. Gut, im Großen und Ganzen sagen die meisten hier echt das Gleiche. Und dann wollen sie einem ans Leder. Toller Hecht, du bist zurück. Ah, geht weg. Also, man muss jetzt hier nicht zwangsweise mit jeder Person irgendwie reden. Ihr seht ja, ne? Ach nee, der Kürbis? War da nicht irgendwo ein sprechender... Ach, der spricht jetzt nicht mehr mit mir. Und die Tür ist kaputt und öffnet sich nicht, da wo die Wahrsagerin drin ist. Wir könnten das jetzt noch ewig so weitermachen. Die Läden sind auch nicht mehr auf. Gut, ich denke mal, wir gehen jetzt mal zum Waisen. Ark, du tatest gut daran, zurückzukehren. Ich danke dir für das, was du bisher zur Rettung der Welt getan hast. Doch du scheinst mehr gelernt zu haben, als du solltest. Ich möchte dir etwas zeigen. Folge mir. Okay, wir folgen ihm mal. Ark, schau in den Himmel. Ist der Kristallnebel nicht wunderbar? Fast alle Körper werden aus demselben Material hergestellt. Verbrauchte Körper werden in neue Formen gegossen. Das Wachstum der Erde ließ auch zwei Mächte entstehen. Das Licht schuf Leben, das Dunkel zerstörte alles Unwichtige. Das Dunkel läutet jetzt ein Ende ein. Ark, deine Aufgabe ist erfüllt. Undankbares Arschloch. Machen wir uns auf den Weg zum Ragnarastein. Dies ist der Ragnarastein. Du befindest dich in der Sonne der Unterwelt. Dieser Gang erzählt die Geschichte allen Lebens. Schöpfen bedeutet Formen. Zerstören bedeutet die Auflösung der Form. Diesem Planet wurde ein unheilvolles Schicksal prophezeit. Bald schon werden Licht und Schatten verschmelzen. Es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Für das Wohl der Erde werde ich, wie du, in wahrer Gestalt streiten.
So, es war völlig egal, in welche Richtung man hier läuft. Und ja, der Weise ist Ragnara. Beziehungsweise die erste Form heißt in der deutschen Version Agarak. In der englischen heißen sie beide Dark Gaia. So, diese Höllenlichter sofort zurückwerfen und... Au! Da geht's schon los. Also, wenn er sich materialisiert, sofort rauf da. Aber der Kampf wird eh nicht lange dauern. Am besten erwischt man den, wenn er gerade zum Körper zurückschwebt. Weil es selten ist, dass er genau vor einem kurz... Ja, gut, jetzt hätte ich ihm eine mitgeben können. Aber willst du mich trollen? Niemals! Oh, er wütet. Noch ein hartes Licht. Ich bin das innere Antlitz der Erde. Ja, da konnte ich jetzt nicht schnell genug während dem Kampf an die Taste. Also, während dem Kampf werde ich jetzt hier nicht... Ja, das war schon die erste Form. Ich sagte ja, ich bin leider zu OP. Aber dazu werde ich später nochmal was sagen. Das war es aber noch nicht. Und hier sehen wir jetzt die wahre Gestalt von Ragnara, dem Weisen, dem Teufel. Na, was macht er? Macht er diese... Leute, wenn ihr dieses Leuchten seht, zieht verdammt nochmal euer Schild hoch. Und wenn ihr weiter an der Seite steht, dann müsst ihr das nicht so lang aushalten. Na? Aber auch sonst, wenn ihr damit erwischt werdet, selbst wenn ihr hochgelevelt seid, macht das richtig fett Schaden. Und Leute, ich werde ihn jetzt absichtlich mal nicht sofort angreifen, so aus den Vollen. Oh, Slowdowns, das waren damals die Sprite. Ah, seht ihr, was der sonst für Schaden macht? Selbst auf dem Level? Nein, ich werde es mal ein bisschen in die Länge ziehen, damit wir die Musik ein bisschen genießen können. Weil die Musik ist echt genial, auch hier in dieser MSU-Version. Übrigens, Random Fact. Wir haben ja verschiedene Attacken. Nein! Ich muss doch nach oben. Den Fehler darf man auch nicht machen. Das Schild muss nach oben zeigen, ne? So, und ganz wichtig, ich sollte vielleicht doch mal... Genau. So, dann vielleicht auch einmal nein, damit er sie ausrüstet. Essen wir noch eine. Er tut's schon wieder, Alter. Nein, die verschiedenen Attacken. Lustigerweise gibt es diese eine Attacke, die am meisten bei ihm abzieht. Also, Blitzstich ist ja bei den meisten so das Heftigste. Vielleicht auch mal der Funkenflug. Dann haben wir ja noch den hier. Gänsehaut an dieser Stelle, deswegen war ich mal kurz ruhig. Gut, den Amoklauf, den hätten wir hier noch. Aber am stärksten ist wirklich, wenn man ihm so einen ganz normalen Schlag gibt. Seht ihr? Immer wieder. Und das war's schon. Ragnara ist vernichtet. Ark hört eine seltsame Stimme. Eine Stimme, die ich schon einmal hörte. Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ich bin ein Gegenstück der Oberwelt. Ragnara hat dich erschaffen, um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnara hat dich geboren, indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Christas. Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt erschaffen.
Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast dies ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Lass uns in unsere Welten heimkehren. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Stellt euch mal vor, ihr wurdet die ganze Zeit nur als Marionette benutzt. Das war euer einziger Zweck. Und dann, ihr fühlt euch nirgendwo mehr zugehörig. Das muss einen doch irgendwie auch innerlich ziemlich zerfetzen. Du siehst recht fertig aus. Nun, ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weisen, Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Ark hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch viele positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Ark. Wobei das ja der Oberwelt Fluffy ist und der hat gar nicht so viel Zeit mit uns verbracht. Fluffy? Du hast doch ein gutes Herz. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungs- oder Logikfehler ist. Da müsste ich mal in der englischen Version gucken. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Ich habe diese Frage erwartet. Ark, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, sogar Nixen. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Eine seltsame Vorstellung. Nun gut. Später, Ark. Da würden sie wohl wieder ein Übersetzungsfehler. Er würde da wohl sowas sagen wie later, Ark, also wie see you later, ne? Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen. Und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Leb wohl, mein Freund.
Nanu? Hörst du mich? Ich bin die Wiener, die Seele der Oberwelt. Kleine Anekdote in der englischen Version, Gaia und Dark Gaia. Ne, also die Wiener Ragnara. Ragnaras Niederlage wird Christa und die Unterwelt vernichten. Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen wurdest du vom Guten wiedergeboren. In dir fließt das Blut Divinas und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Christa. Ark? Ark? Was ist los? Hörst du mir zu? Wie? Sorry, ich dachte nach. Ja, das ist hart, das zu wissen. Er hat also die Welt neu erschaffen, die Welt gerettet, den Teufel persönlich besiegt, aber zu welchem Preis? Er hat sich hier quasi auch für das Greater Good, wie man so schön sagt, geopfert. Ja. Und dann auch diese Musik im Hintergrund. Hallo Ark. Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. Ja, Melina. Das ist... Wenn die Leute wüssten, was hier los ist jetzt. Hallo Ark, du siehst so nachdenklich aus. Bedrückt dich etwas? Weil was muss denn im Kopf eines Menschen vorgehen, wenn er weiß, so, ich habe jetzt noch einen Tag zu leben oder so. Also die Wiener sagte zwar Tage, aber es ist tatsächlich nur noch dieser eine Tag jetzt und wenn wir ins Bett gehen, dann war's das. Melinas Webereien sind einzigartig, doch in letzter Zeit ist alles, was sie webt, schwarz. Ach, die sagen alle das Gleiche. Wir müssen schöne Kleider machen, an denen die Leute sich erfreuen. Und die Musik, die stimmt mich gerade richtig traurig. Melina wird diese Arbeit zu Ende bringen. Lass uns spielen, Ark. Mutter sagt, alle Menschen sind an ein früheres Versprechen gebunden. Ark, wirst du immer Melinas Freund bleiben? Tja, wenn das so ist. Der Wahrsager meint, dieser Teich reflektiere die Zukunft. Doch ich kann nichts sehen. Nicht mal ich spiegle mich. Tja, warum wohl? Hey Ark, lass uns spielen. Aber er macht es genau richtig, dass er es keinem sagt. Kinder brauchen Freiräume. Da geht schon mal etwas zu Bruch. Nee, das ist echt so eine Sache, ne? Also stellt euch mal die Massenpanik dann in Christa vor. Der Kürbis redet immer noch nicht mit uns. Und was mit dem anderen? Eine neue Welt öffnet ihre Tore. Was wird bloß geschehen? Ja, selbst die Wahrsagerin kann nichts mehr sehen. Wir wissen warum. In diesem Fluss scheint es keine Fische mehr zu geben. Ark, was hat das zu bedeuten? Die Kristalle im Nebel funkeln nicht mehr. Ja, also der Weltuntergang hat schon teilweise eingesetzt hier unten. Beziehungsweise der Untergang der Unterwelt. So klein ein Werkzeug auch ist, es kann den Menschen nützlich sein. Den Menschen geht es genauso. Es gibt auf der Welt keine Person, die unwichtig ist. Wahre und weise Worte. Was meinst du? Kristalle?
Ark, von was redest du? So etwas gibt es hier nicht. Manches haben die Leute auch einfach vergessen, wurde vielleicht mit dem Tod von Ragnara ausgelöscht. Nö, der Kürbis redet nicht mehr mit uns. Die Erde ist nicht mehr fruchtbar. Hier wächst auch nichts mehr, seht ihr? All mein Gemüse ist verfault. Das ist echt düster. Könnte ich doch so hoch springen wie du, Ark. So? Hey! Na? Ach, sag das Gleiche. Welches Genie hat denn diese wunderbare Mühle erbaut? Keine Ahnung. Kann man die eigentlich wieder abschalten? Tatsache. Bald wird sie eh für immer abgeschaltet. Also von daher ist es doch egal. Hast du ein Bier? Ich habe Durst. Ja, so ein letztes Bier. Das wäre doch was. Na gut, ich denke mal, wir können jetzt in das alte Haus gehen. Ark, etwas an dir hat sich verändert. Ja, ach was. Vielleicht merken die auch, dass er nicht mehr nur so Unterwelt ist und irgendwie jetzt auch ja, das Blut des Guten in sich hat. Hui, Leckerschmecker. Sie meckert ja gar nicht mehr. Ark, stell dir vor, das ganze Essen ist verdorben. Ich habe gerade davon gegessen, du Schniebtröte. Bah. Die Tür kommt uns doch bekannt vor. Nee, geht nicht mehr. Hat Melina dich wieder geweckt? Wie bitte? Diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer. Bist du in Ordnung? Ja, Erinnerungen wurden wohl mit Ragnara auch ausgelöscht, oder? Was? Der Weise? So jemanden kenne ich nicht. Ark, träumst du? Ja, definitiv. Die Erinnerungen sind mit seinem Tod ausgelöscht. Irgendwas verändert sich in Krista. Oh, wenn du wüsstest. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weise alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Ja. Er hat das nochmal gut zusammengefasst. Na, ihr zwei. Seltsam. In deinen Augen spiegeln sich die Kristalle des Nebels. Na, Ark, mit Melina schon Morgengymnastik gemacht? Hehe. Ja, klar. Die finden mich jetzt nicht mehr cool, wenn ich Sachen durch die Gegend schmeiße. Im Übrigen, falls ihr euch fragt, ob wir das Dorf nochmal verlassen können, nein. Wollte ich nur nochmal kurz zeigen und ich denke mal, jetzt können wir das Ganze hier auch beenden. Ja, ein letztes Mal noch schlafen. Ark, hörst du mich? Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Ich wollte dich in Storkholm als Baby umbringen. In
Christa galt nur das Wort des Weisen. Da ich dich jetzt als Erwachsenen sehe, wird mir etwas klar. Alle Menschen sind Individuen und sollten natürlich leben. Christa wird bald verschwunden sein. Doch der Bund des Schicksals wird uns wieder zusammenführen. Ark, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Woher wusste Melina, dass es auch zu Ende geht? Oder aber hat Ark das gerade nur geträumt? Das weiß man nicht. Oder vielleicht ist es in der Originalversion bzw. in der englischen Version logischer erklärt. Ark fällt in einen tiefen Schlaf und träumt seinen letzten Traum. Er träumt, er sei ein Vogel und schwebe über der Erde, frei. Ja, da ist es also vorbei, da sind die Credits. Ja, das Ende von Terranigma stimmt mich jedes Mal melancholisch. Wenn man so darüber nachdenkt, wie düster dieses Spiel eigentlich ist. Und das für Nintendo-Verhältnisse, ne? Naja, ich frage mich ja manchmal, was man mit dem heutigen Stand der Technik so aus Terranigma machen könnte. Square Enix muss doch irgendwie noch die Lizenz haben. Das Studio Quintet gibt's ja nicht mehr. Naja, und vielleicht gibt's ja irgendwie Hoffnung, dass es da nochmal... Ich bin eigentlich kein Fan von Remakes oder Remasters in den meisten Fällen, aber Terranigma ist so... Das könnte man dann nochmal einer neuen Generation von Spielern heutzutage zeigen, die heute vielleicht von Retro abgeschreckt werden. Weil jeder soll ja spielen, was er gut findet, ne? Aber wenn sie Terranigma wirklich jetzt nochmal in die Moderne bringen würden, ich hätte nichts dagegen. Das mit dem heutigen Stand der Technik, weiß ich nicht, was so zum Beispiel PS5 und Xbox Series X und S können. Und der PC natürlich, ne? Also, ich denke, je nachdem, wie man das Spiel darüber bringt, weil es ja eigentlich so düster ist, könnte man da sicherlich auch, also würde mich da sehr überraschen, wenn das Spiel nicht mindestens ein ab 16 Rating bekommen würde. Wenn nicht sogar ab 18, also da war ja einiges dabei, ne? Weil hallo, da wurde mal eben eine ganze Stadt ausgelöscht, ne? Damn you, Beruga. Gut, aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Ich meine, über die Grafik muss man nichts sagen. Das ist für Super Nintendo-Verhältnisse top-notch. Auch wenn jetzt viele wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, die, weiß ich nicht, irgendwelche Raytracing-Grafiken gewohnt sind. Wenn ich jetzt sage, ich würde der Grafik von Terranigma eine 1 geben. Aber ich bewerte das ja immer danach, auf welcher Plattform das erschienen ist. Und ja, also klar, es ist mit ein bisschen Trickserei auch mehr möglich, natürlich. Aber hier hat alles zusammengepasst. Und beim Sound ist das genauso. Es war einfach ein phänomenaler Soundtrack von Anfang bis Ende. Es gibt wirklich kein Musikstück, was mir nicht gefällt. Nur dieses eine Musikstück aus den anderen, also was öfter in Dungeons kam, da war ich nach einer Zeit ein bisschen genervt. Und ich fand die Luran-Musik irgendwie unheimlich. Aber sonst, nee, top Soundtrack. Ob man das jetzt im Original-MIDI-Soundtrack hört
oder aber ob man das jetzt in MSU hört. Ja, da gibt's ja auch viele verschiedene. Und da muss ich jetzt gleich mal ein bisschen was sagen. Oh ja, Club Nintendo Redaktion hat diese Übersetzung. Oh, da möchte ich manchmal. Nee, was wollte ich sagen? Ach ja. Zu dieser Sache. Es ist einfach ein bisschen nervig gewesen. Ich kriege ja jetzt selten mal Kommentare, die nicht mach wieder Simpsons oder mach wieder Dingens hier, ne, heißen. Was sofort bei mir schon gefiltert wird. Weil ich irgendwie echt die Schnauze voll hatte davon. Na egal, aber wenn hier mal Kommentare kamen, da waren es meistens irgendwelche Leute. Oh, du spielst das mit MSU, also das war meistens englischsprachige. Hier, ich habe auch eine MSU-Soundtrack zusammengestellt. Musst du unbedingt mal auschecken und so, ne? Guck dir mein Kram an. Und Leute, ich habe Eigenwerbung nicht so gerne. Das sollte ja auch bekannt sein. Generell, dieses hier, guck doch auch mal bei mir. Ich weiß nicht, ne? Ich muss zugeben, ja, da waren auch welche dabei. Die waren sogar besser als dieses Soundtrack-Set, was ich hier habe. Aber nee, Eigenwerbung auf YouTube ist bei den meisten nicht gerne gesehen. Also wäre cool, wenn da mehr Leute Verständnis hätten und sowas lassen. Aber nein, gut, jetzt mal an sich noch mal kurz zu Arks Traum hier, bevor ich zum endgültigen Fazit komme. Ja, er fliegt quasi noch mal in seinem letzten Traum hier über die Welt, sieht, was er da so erschaffen hat. Da fällt mir so ein, er ist ja auch einem Zug gefolgt. Den haben wir gar nicht gesehen, oder? Und oh, jetzt will ich gerade noch was erklären und da ist es schon vorbei. Nein, ich bringe jetzt keinen Klopf-Klopf-Witz. Ich komme. Wer kann das sein? Es ist doch schon nach Mitternacht. Wer ist da? Und da ist das Ende. Es bleibt offen, ob Ark vielleicht in dem Moment ausgeträumt hat und in dem Moment dann wirklich gestorben ist oder ob er vielleicht wirklich als Vogel wiedergeboren wurde und da gelandet ist bei Melina oder was auch immer. Das bleibt offen. So, ich wollte ja nochmal zu meinem endgültigen Fazit kommen und ich mache das jetzt wirklich neutral. Ich setze meine rosarote Retro-Terranigma-Fanbrille ab. Also, es gibt vieles an dem Spiel, was mir gefallen hat. Habe ich ja schon angesagt, der Soundtrack und so weiter. Ich fand es auch gut, dass es für die damaligen Verhältnisse düsterer war, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass es mal ein Spiel ohne Happy End ist. Weil, seien wir doch mal ehrlich, die meisten Spiele haben alle ihr Happy End. Bis auf Ausnahmen. Ja. Aber mich hat hier vieles genervt. Wenn ich das jetzt wirklich neutral betrachte, wenn ich meine Nostalgiebrille aufhab, dann sehe ich das alles nicht. Ich spiele das Spiel auch immer wieder mal durch. Ne? Aber das Balancing, das ist für mich die große Schwäche von Terranigma. Das ganze Zaubersystem, das ist quasi überflüssig. Man braucht es nicht. Es ist total unnötig gewesen. Gut, an zwei Stellen habe ich mir damit Sachen leichter gemacht. Aber im Grunde war es überflüssig. Deswegen habe ich mich da auch gar nicht so groß drum gekümmert. Und sonst? Ja, ich habe mich ein bisschen überlevelt. Okay, das ist mein Fehler. Ich hätte es ein bisschen spannender machen können, wenn ich mit niedrigerem Level zu Ragnara gegangen wäre. Aber so. Das Problem ist, bei dem
Level-System, da ist es echt oft so, dass dieser eine Level, dieser eine Stärkepunkt, den man dann überschreitet, dass der das schon irgendwie total verändert. Hades-Hexe, bestes Beispiel, ne? Man hat lange Zeit Schwierigkeiten mit ihr, beziehungsweise eigentlich ist es ja vor allem die Geduld, die man haben muss. Die ist schlagbar auf niedrigem Level. Aber das Ding ist halt auch, wenn man diesen einen Level überschreitet, dann macht man nicht mehr ein, zwei Schaden, sondern schon deutlich mehr. Und dieses Balancing, das hat das Spiel auch teilweise so ein bisschen, ja, ne, also das trübt ein wenig den Gesamteindruck, vor allem das Balancing. Übersetzung ist halt auch so ein Ding. Vielleicht gibt es irgendwo auch Patches, die die Übersetzung verbessern. Gibt es ja teilweise für manche Spiele. Ich glaube, ich werde es mir auch nochmal mit englischen Texten mal wiedergeben, weil das habe ich kaum in Erinnerung. Aber manches fand ich auch so ein bisschen unlogisch. Zum Beispiel, ja, Logiklöcher, ne? Das hat irgendwo jedes Spiel, jedes RPG, wenn man da genau aufpasst. Zumindest denke ich, dass jedes Spiel das haben könnte. Und das mit Fluffy, ich weiß nicht, da zum Schluss, oh, wir sind doch so lange rumgereist. Nein, seid ihr nicht. Du hast ihn in Stockholm gefunden und dann ging es gleich los. Ne? Also, ja. Aber sonst, also das Balancing ist für mich die große Schwäche. Und deswegen würde ich, wenn ich es neutral betrachte, würde ich dem Spiel, also wisst ihr ja, Grafik 1, Soundtrack 1, aber ja, das Gameplay, da würde ich vielleicht ohne Nostalgiebrille nur eine 3 geben. Aber der Spielspaß, ne, also wenn man diese Sachen ausblenden und damit leben kann, der Spielspaß ist für mich trotzdem eine 1. Hoffe jetzt, ich habe niemanden verärgert. Es gibt ja in der RPG-Maker-Szene eine Fan-Fortsetzung namens Terranigma 2 The Continuance oder so ähnlich. Das war aber in Episodenform. Ich weiß nicht, wie weit sie damit sind. Ich habe es mal angespielt, aber ja, ich weiß nicht, eine richtige Fortsetzung wäre mal schön gewesen. Oder vielleicht macht Square Enix ja doch irgendwann mal was draus. Wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr mich durch dieses Let's Play begleitet habt. Hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß. Und ihr schaut auch vielleicht mal wieder bei mir rein, wenn ihr jetzt nur so zufällig hier reinschaut. Ich hätte nichts dagegen. Aber bleibt natürlich auch euch überlassen. Aber ich denke, ich mache jetzt hier mal den Cut für das Finale. Hier geht's sowieso nicht mehr weiter, bis ich hier ein Reset machen würde. Na gut. Haut rein!